Der Samstagmorgen. Ein wunderschöner Tag. Man wird wundervoll geweckt. Ja, ja. Danke. Die Nachbarn begrüßen dich ganz lieb. Digga, wen willst du hier ficken? Du atmest schön ein und wieder aus. Und alles ist einfach nur schön und friedlich. Bis zu dem Zeitpunkt, dass du eigentlich bemerkst, ah fuck, es ist bereits Sonntag und kein Samstag mehr. Nun ja, jedenfalls bin ich jetzt wieder aufgestanden und habe sofort den PC gestartet und mit Jan ein bisschen gezockt. Und er haut einfach mittendrin raus, Alter, ich habe voll Hunger. Und ich so, ey, Diggi, ich auch, geil. Was hast du zu Hause? Was haut er raus? Pilzsuppe. Pilzsuppe. Ich finde Pilze so ekelhaft. Die sehen so aus wie kleine, verschuppelte, ekelhafte, alte, verrottete Eicheln, Alter. What the fuck? Ich meine, bei aller Liebe, ich verstehe es, Menschen sagen, yo, ich mag Kartoffeln mit Mayonnaise. Oder yo, ich mag Kartoffeln, Spinat mit Fischstäbchen und Mayonnaise zusammen vermischt, also so eine Art Suppe daraus machen. Ernsthaft, ich kenne wirklich jemanden, der sowas isst. Aber ich verstehe nicht, wie man fucking Pilze essen kann. Ihhh. Aber das alles ist heute gar nicht mal das Thema. Eigentlich wollte ich schon länger mal über meine Busfahrt nach Spanien erzählen. Ich meine, ein paar Leute von euch wissen, dass ich gefirmt bin und die Firmung war in Spanien. Und das Krasse war unser Busfahrer. Habe ich das gerade ernsthaft gesagt? Das Krasse an Spanien war unser Busfahrer? Ach Gott. Jedenfalls hat dieser Typ echt verrückte Sachen gemacht. Zum einen, wir durften bei ihm Würstchen kaufen und er bestand drauf, dass wir wirklich Würstchen bei ihm kaufen. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Ihr sitzt gemütlich in einem Bus, redet mit euren Nachbarn und dann kommt eine Durchsage und der Typ fragt euch, wer Würstchen kaufen möchte, muss einfach nur 1,50 zahlen, das war's. So, ne? Denken uns alle so, okay, mein Gott, gut. Aber keiner wollte Würstchen haben. Sagen wir eine halbe Stunde später, sagt das ganz normal. Jetzt im Angebot für 1,20 gibt es meine Bockwurst. Und ich weiß, das ist voll kindisch, aber Leute, ich konnte nicht mehr, Alter. Mein Nachbar genauso. Wir haben so kaputt gelacht, ne? Und wir konnten einfach nicht mehr. Und das Krasse war auch noch so, ich wette mit euch, ihr schafft es nicht, meine Würstchen aufzuessen. Wir denken uns so, oh Gott. Checkt ihr das eigentlich nicht? Wir wollen keine fucking Würstchen von ihm kaufen. Das ist so eklig, Mann. Weil der Busfahrer, er hat so einfach dieses gewisse Etwas. Kennt ihr das, wenn ihr einen Menschen seht und ihr könnt euch genau vorstellen, boah, Alter, das ist bestimmt so jemand. Und ich konnte mir das so gut vorstellen, das ist safe so ein... Sorry, aber er sah voll so aus wie so ein richtiger Pädophiler, der sich nachts Fotos von anderen Mädchen anguckt, die übrigens jünger sind oder sogar minderjährig sind, und dann auch noch denkt so, oh geil, und ich denke mir so, und so jemand sagt die dann, wer möchte meine Bockwurst kaufen? Aber das war nicht das Einzige, Leute. Er hat einfach eiskalt durchgehend die fucking Klimaanlage angehabt. Ich weiß, Spanien ist echt warm, aber in der Nacht ist Spanien so kalt. Das ist unnormal. Unser Mitschüler, der war schon so erkältet, dass er gar nicht mehr sprechen konnte. Wirklich, die Klimaanlage, die war so kalt, seine Stimme war komplett weg. Der konnte gar nicht mehr sprechen. Er musste sich durchgehend in Zeichensprache unterhalten. Wenn er auf Klo musste, wie das voll aussah, Alter. Verfickte Scheiße. Das wollte ich gar nicht erst wissen, verdammte Kacke. Und das ist alles die Schuld des Busfahrers. Wo ich echt sagen muss, witzig war es schon. Aber trotzdem, wenn das mir passiert wäre, oh mein Gott. Ich weiß, ich bin echt selbstsüchtig, aber what the fuck. Aber das war auch noch nicht alles. Bevor wir in Spanien wirklich angekommen sind, hat er folgende Musik abgespielt. Weil, ihr kennt das ja vielleicht auch, wenn solche Reisebüros, ich sag mal, bevor dem Ziel sind, spielen sie eine bestimmte Musik ab. Manche machen so Techno-Scheiße, wie bei Knospertoast zum Beispiel. Und manche machen so, ich sag mal, die Frage vorher, was hört ihr so für Musik? Was macht unser Busfahrer an? Einfach fucking Schlager. Sowas wie, kommt der Geier oder weiß er nicht? Scheißegal, ach halt deine Fresse, ich konnte mir diese Scheiße nicht mehr anhören. Das haben wir dann echt durchgehend angehört. Das war ungefähr 45 Minuten, verdammte Scheiße, Mann. 45 Minuten lang durchgehend Schlagerscheiße, die fast kein Schwein kennt.